Hallo Chess Music, wir sind heute auf der IFA 2014 hier in Berlin. Jetzt gerade am Stand von Pioneer, die auch ihre DJ-Sachen mitgebracht haben. Das freut uns natürlich ganz besonders. Hier haben wir einen neuen Controller, sagt zumindest der Martin. Auf den ersten Blick könnte man ja denken, den gab es schon mal. Aber irgendwas wird neu sein, ganz bestimmt. Genau. Also wir reden über den DDJ SX 2, der auf den ersten Blick sehr nah an dem DDJ SX dran ist. Der wirklich sehr beliebt war, super angekommen ist bei den DJs da draußen. Deshalb haben wir vom Grundaufbau her, von der Position der Tasten, eigentlich nichts verändert. Aber unter der Haube hat er natürlich schon mehr und es sind schon ein paar Feinheiten verbessert worden. Zum Beispiel sind die Performance-Pads mittlerweile beleuchtet in verschiedenen Farben. Kann also auch den Abgleich machen in der Software, die Farbe auch einzeln zuweisen, wenn ich das möchte. Hier im Jog-Display hat sich etwas getan, die Cue-Point-Marker sind hinzugekommen. Das heißt, wenn ich Cue-Points gesetzt habe, funktioniert der rote Ring hier wie so eine Art Timer. Zeigt mir an, wo der nächste Cue-Punkt kommt. Also ich kann mich aufs Gerät konzentrieren und muss das nicht mit der Software, mit dem Screen auf dem Rechner abgleichen. Dann hat sich auch ein bisschen was an der Latenz getan. Also es ist richtig tight, das ist wirklich spürbar. Deutliche Veränderung. Und ein interessantes Feature ist nun DVS Ready. Den Upgrade ist ready dafür. Das Upgrade muss man sich freischalten. Das heißt, er versteht das Timecode-Signal. Ich könnte zum Beispiel Plattenspieler dran anschließen, den Sound durchschleifen und damit dann die Software steuern. Auch das ist ein großer Vorteil. Okay, sehr schön. Jetzt hätte ich doch noch mal eine Frage. Und zwar, der kommt wann auf den Markt und kostet dann wie viel? Im Oktober wird er verfügbar. Der UVP ist 999 Euro. Und jetzt sehe ich hier dieses dick gedruckte Wort Serato. Das heißt, er ist optimiert auf Serato. Was ist so speziell optimiert an Serato und kann ich es auch mit beispielsweise anderer Software benutzen, wie beispielsweise Traktor und ähnlichem? Super Stichwort. Ein dickes Feature noch vergessen. Das ist mit einer der ersten Controller, der die neue Serato-Funktion Flip unterstützt. Die Funktion Serato Flip, wo ich meine Hot-Cue-Aktionen quasi aufzeichnen kann, die dann auf Abruf habe. Also kleine Bereiche samplen kann sozusagen und die dann in verschiedenen Slots ablegen und nachher wieder hervorrufen kann und abspielen kann. Das ist eine Sache, die speziell dann für Serato ist. Ist in dem Fall unser Partner. Genauso funktioniert der Controller aber auch zum Beispiel mit Traktor, das ist auch gar kein Problem. Gibt es dann die entsprechende Mapping-File zu und dann lassen sich eigentlich auch alle Funktionen in der Software umsetzen dann. Wunderbar, da wird sich sicherlich der ein oder andere DJ jetzt freuen. Und dann geht's ab Oktober los mit dem neuen DDJ SX2. Vielen Dank, Martin. Gerne.